Willkommen, willkommen aus München. Mein Name ist Balasch und was ihr hier sehen könnt, ist eine Logitech-Kamera. Ich nehme sie mal hier aus der Folie raus und zwar heißt sie die Circle 2. Die Circle 2 ist eine kleine Überwachungskamera für zu Hause, die sich per WLAN verbindet mit dem Internet und natürlich uns einen Livestream liefern kann, was gerade passiert in unserem Zimmer, in unserem Garten oder sonst wo sie hier versteckt. Wie ihr nämlich sehen könnt, sie ist auch spritzwasserfest, also sogar im Badezimmer oder im Freien kann man sie benutzen. Es gibt sie nämlich auch als kabellose Version. Hier seht ihr gerade das Kabel mit dran. Als kabellose Version kostet sie 30 Euro mehr, 229 Euro. Hier kostet sie 200 Euro. Klingt jetzt nach nicht gerade oder nach relativ viel Geld, aber wir sehen können, wir können dazu noch Zubehör kaufen, dass man sie auch direkt ans Glas dran kleben kann, damit sie nach draußen filmt oder sie direkt auch in die Steckdose stecken kann. Finde ich sehr spannend oder natürlich direkt an der Wand anbringen kann. So ist sie natürlich auf dem Tisch einfach schon mal sehr stabil festgemacht, beziehungsweise wie gesagt, ihr könnt nicht nur live verfolgen, was gerade passiert, sondern natürlich wird auch in der Cloud 24 Stunden gespeichert, was gerade passiert ist, damit ihr immer darauf Zugriff habt, falls irgendwas passiert ist und ihr mal ein Internetseher seid, könnt ihr dann entsprechend kurz nachschauen, was gerade sich bewegt hat in dem Raum. Und was auch noch interessant ist, seit neuestem ist sie auch Google Assistant fähig, heißt, wenn ihr einen Fernseher habt mit Chromecast dran oder natürlich mit Google installiert als Betriebssystem, könnt ihr auch sagen, hey Google, zeig mir die Kamera aus dem Garten und dann kann die Circle 2 Kamera live das Bild aus dem Garten auf dem Fernseher anzeigen und ihr müsst nicht euer Smartphone rausgraben, die App aufrufen, hoffen, dass ihr Internet habt und nicht im 3G seid und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr praktisch und so könnt ihr live das Bild natürlich aus verschiedenen Zimmern nachschauen, wenn ihr entsprechend sie gut benannt habt. Natürlich hat sie auch ein Mikrofon und sogar einen Lautsprecher mit integriert, wie ihr sehen könnt. Man kann sie ganz schnell einrichten, das zeige ich euch jetzt nicht und ihr könnt auch euch einen Schnelldurchlauf in 30 Sekunden geben von den letzten 24 Stunden, was so passiert ist, damit ihr natürlich immer auf dem Neuesten bleibt. Und ja, das ist natürlich auch mit mehreren Leuten dann entsprechend vernetzbar. Die Software habe ich noch nicht ausprobiert, beziehungsweise ich habe die Kamera noch selber gar nicht ausprobiert. Ich bin entsprechend sehr gespannt, was sie so kann, worauf mich hier einstellen kann bei der kabelgebundenen Logitech Circle Kamera. Einmal haben wir die Kamera, wie ich schon sehe, und dann haben wir hier einmal, ich denke mal, das ganze Zubehör. Ich stelle jetzt mal die Verpackung hier im Hintergrund auch dahin. So. Hier steht noch einmal drauf, 1 und 2. Dann fangen wir mal mit der 1 an. Nicht ziehen, sondern hier unten ziehen scheinbar dann. Und dann aufmachen nach oben. Da ist auch schon die Kamera. Sehr klein. Magnetisch scheinbar. Bin gespannt. Ist hier noch etwas drin? Nein. Also hier in der Verpackung war tatsächlich nur die Kamera. Und dann hier ist einmal Mounting Hardware, Stromversorgung und der Standfuß, dann nehme ich mal an, drin. Und eine Schnellanleitung. Langes Kabel, Standfuß und Strom. Und Schrauben. Ui. Und Safety Information. Aber was kann ja noch hier schief gehen? Naja, am besten genau nicht wegschmeißen und so, falls ein Akku drin ist. Bei der Wireless-Version ist da scheinbar ein Akku drin. Immer den Akku vorher entsorgen, das wissen wir ja. Gut, fangen wir an mit dem Teil hier. Du könntest ja also scheinbar direkt an die Wand schrauben. Dazu gibt es 4 Schrauben, 4 Dübel und 2 so kleine Plastikdinger. Und dann könntet ihr hier die Kamera... So scheinbar nicht, aber wahrscheinlich hier genau so, dann mit komplett dem bewegbaren Teil hier an die Wand schrauben. Okay, das ist schon mal gar nicht schlecht. Schauen wir uns mal den Stromadapter an. Wie viel zieht denn so eine Kamera? Wie viel Strom wird sie brauchen? Wir haben hier auf ganz kleinem Text stehen 5,1 Volt bei 1,4 Ampere. Das sind umgerechnet, wenn ich jetzt richtig rechne, nicht 5 Watt, sondern 7 Wattstunden. Safety Information, hier ist nochmal eine Adresse, da könnt ihr noch mehr nachlesen. Und hier steht nochmal Logi drauf und hier kommt USB raus. Cool, dann können wir also auch einen USB-Akku benutzen und sie auch trotzdem wireless sozusagen machen, wenn wir einen USB-Akku benutzen. Das finde ich sehr schön. Das probiere ich auch später mal aus, ob das auch genügt. Braucht ein bisschen mehr Strom, als normal ein USB-Akku ausgibt, aber dann haben wir hier einen UK-Adapter, den brauche ich nicht. Ich brauche den europäischen Adapter. Wir sind ja nicht in den United Kingdom, den müsstet ihr so ausklappen und könntet den auch im Urlaub mitnehmen, falls ihr... vielleicht eure Putzfrau oder so beobachten wollt, im Hotel in England oder Irland oder wo ihr auch immer seid. Hier könnt ihr das Ganze dann entsprechend so anschließen. Klick, habt ein super kleines Ladegerät, kann man auch für Smartphone oder ähnliches verwenden.
Und dann haben wir hier auch schon den Charging Mount. Schön stabil zum Drehen, Metall, Kugel, sehr gut. Und ganz schön viele Winkel, auch sehr gut. Und sehr, sehr langes USB-Kabel, doppelt gut. Unten, wie gesagt, können wir dann hier, wenn wir das an die Wand machen wollen, so hier, ich denke mal, so rum, vielleicht reindrehen, so rum. Genau, und dann umdrehen, mache ich jetzt nicht, sonst kriege ich das Ding nie wieder ab. Ist jetzt auch schon passiert, egal. Gut, und dann schauen wir hier, hier ist ein Strich, ob wir hier auch, da ist auch ein Strich, dann nehme ich mal an, die beiden müssen wir hier aufeinander bringen, genau. Einrasten, so, und wahrscheinlich drehen. Und schon ist sie fest. Wie weit muss ich drehen? Kann ich unendlich drehen? Ich kann unendlich drehen. Und so auf dem Strich kann ich sie auch wieder abziehen, denke ich mal. So. Aber das schaut nach induktiver Leistung für mich aus. Und ihr seht, egal wie ich sie drehe, egal wo auf diesen Platte entsprechender Strom von diesen zwei kleinen Punkten rankommt, es wird überall, egal wie ich sie drehe, entsprechend ankommen. Hauptsache, ich raste sie so ein. Wie ihr sehen könnt, hier ist dieser Einrastmechanismus, dass ich sie, wenn ich sie hier dran stecke und dann anfange zu drehen. Übrigens, hier, das ist eine Gummiverkleidung. Sehr cool. Also theoretisch könnte ich hier die ganze Gummiverkleidung abmachen und dann habe ich hier eine Kamera, die ist nicht weiß, sondern dann schwarz. Hier unten scheinbar das wahrscheinlich Lautsprechermodul und Mikrofon ist, denke ich mal, vorne dran. Beziehungsweise LEDs und so scheinbar auch. Bin ich mal gespannt. Ich bringe das Ganze jetzt mal hier irgendwo an und probiere das Ganze aus mit der Software. Lass ein paar Tage laufen und bin gespannt, was die mir hier zusammenfassen wird und wie das mit dem Google Assistant hier funktioniert. Da bin ich am meisten gespannt drauf, denn das ist ja die neueste Funktion, die noch nicht viele Security-Firmen für sich aufweisen können. Auf dem Tisch wird sie dann eigentlich auch ganz stabil stehen. Ich denke mal, so, dann kann ich sie mal hinstellen und dann steht sie auch schon und das Logitech-Logo muss ja nicht gerade stehen. Je nachdem, wie das mit dem Kabel am besten klappt, natürlich dann entsprechend so drehen könnt, hier auch wie ihr wollt. So, und dann sieht das Ganze so aus und ihr könnt das entsprechend schön weit anstecken. Das ist ja mindestens 3 Meter Kabel. Wenn ihr zugeschaut habt, das war hier die Logitech Circle im ganz kurzen Unboxing. Ich hoffe, hat es gefallen. Für 200 Euro ist sie auch schon erhältlich, verfügbar. Nur in weiß aktuell, soweit ich das weiß, leider. Und mit schwarzer Front. Aber vielleicht gibt es ja auch noch bald in anderen Farben, wie ihr gemerkt habt. Wie gesagt, hier diese Gummisache kann man ja abmachen. Dann ist sie aber wahrscheinlich nicht mehr wasserfest. Bis zum nächsten Mal und tschüss.